Heute Morgen in Hamburg und dann eben jetzt bei seiner anderen Frau. Also der ledernen Frau. Ja, der hatte ja auch was zu beichten. Was macht er denn da? Fragt er Kinder? Scheint so. Vielleicht sollte mir auch einen zweiten Mann zulegen. Was ist denn mit Ihrem Mann, Uschi? Na, wenn er was an die Pumpe kriegt. Ach, am Herzen. Aber der ist doch noch so jung. Oh. Pumpe ist Herz. Normalerweise gebe ich jeden Mittwoch Nachhilfeunterricht. Aber vorgestern nicht. Ich musste eine Klassenarbeit korrigieren. Und danach hat Ihr Mann Sie vorhin gefragt? Ja. Scheint, als hätte ich kein Alibi. Tja, wenn Sie niemand gesehen hat. Klar, ich habe Sie erschlagen. Aber vorher bin ich noch bei ihr vorbei und habe ihr Geld und Blumen gebracht und ein Dankeschön auf einen Zettel aus meinem Kalender geschrieben. Denken Sie, ich bin blöd? Haben Sie von der Beziehung Ihres Mannes zu Susanne Brückner gewusst? Was soll ich darauf antworten? Hat man nichts gewusst, ist man eine dumme Kuh, und wusste man was dann? Warum macht ein Mann sowas? Warum? Angst vielleicht? Vor dem Tod, vor dem Älterwerden? Ich weiß es nicht. Vielleicht Angst, selbst verlassen zu werden, vor dem Alleinesein. Er wollte immer Kinder. Wir können keine bekommen, das liegt an mir. Wissen Sie, was er vorhin zu mir gesagt hat? Er verlässt mich. Mich, wo ich ihn verlassen sollte. Uwe 1802 von L14. Du glaubst gar nicht, was da für ein Geschrei ist. Das ist zwar schon eine Weile her, aber ich erinnere mich sehr gut an unser Babyschwimmen. Na, jedenfalls weiß da keiner, ob sie vorgestern da war oder nicht. Ja, immerhin. Besser als gar kein Alibi wie seine Lübecker Frau. Warum hat er Linda Seeling verprügelt? Vielleicht war es gar nicht er, sondern sie, die von Hamburg aus bei der Geliebten angerufen hat. Tja, aber dann wüsste er das und dann wäre sie für ihn die Hauptverdächtige. Oder er spielt uns was vor und will, dass wir das denken. Marion? Lissi, ich freust du dich so, uns zu sehen? Wir haben ihn. Wen? Na, wen wohl? Wir haben Textilfasern an der Tatwaffe gefunden. Herr Schneider, wann und warum haben Sie die Skulptur dort abgelegt? Überhaupt nicht. Keine 30 Meter von Frau Brückners Atelierwohnung entfernt. Ich habe das Ding nicht abgelegt und ich habe Susanne nicht umgebracht. Das Ding ist die Tatwaffe und mit Fasern einer ihrer Pullover behaftet. Wie kommen die denn daran? Das weiß ich nicht. Ich habe Susanne geliebt und sie mich auch. Trotz ihrer beiden anderen Frauen? Ich habe sich mal versucht, Ordnung in mein Leben zu bringen. Immer wieder Ausreden erfunden. Aber ich habe es einfach nicht geschafft, Traudl oder Linda weh zu tun. Ich kann das nicht. Doch, das können Sie. Sie haben Linda Seeling geschlagen. Mir ist die Hand ausgerutscht. Sie wollten wissen, ob sie mit Susanne Brückner telefoniert hat. Warum? Und Ihre andere Frau, Waltraud, haben Sie gefragt, wo sie zur Tatzeit war. Wieso? Warum machen Sie unsere Arbeit? Oder versuchen Sie, falsche Fährten zu legen? Das verstehen Sie nicht. Dann erklären Sie es uns. Sie können sich nicht vorstellen, wie ich mich gefühlt habe, als sie da lag. Ich wollte ihr helfen, aber gleichzeitig diese Angst, dass dann alles aufliegt. Dass Traudl von Linda erfährt und ich habe mich nachher wie ein Stück Dreck gefühlt. Das tue ich immer noch. Sie könnte noch leben, wenn ich nicht so. Macht ganz den Anschein, als wenn wir heute früher nach Hause kommen. Hey, ein Pilz. Und ein alkoholfreies. Warum denn das? Hat weniger Kalorien. Seit ich nicht mehr rauche. Wie eine erfolgreiche Kommissarin siehst du aber nicht gerade aus. Was ist, wenn er die Wahrheit sagt? Glaubst du ihm? Könnte doch sein. Könnte sein, oder ist es nur so ein Gefühl? Nur so ein Gefühl. Wenn du jemanden umbringst, entsorgst du dann die Tatwaffe gegenüber der Wohnung des Opfers? Ja, ich natürlich nicht, aber hat es alles schon gegeben. Ja, und Faserspuren auf Tatwaffen auch. Nur, was sagt uns das wirklich? Ja, wirklich sagt es uns nichts. Genau genommen.
Und die soll ich jetzt selber trinken, oder was? Er hat sie betrogen, hintergangen und tief verletzt. Das wäre doch Grund genug, ihm die Tatwaffe unterzuschieben. Sicher. Aber woher hätte ich die nehmen sollen? Wäre das nicht eine absolut miese Tragik? Frau bringt die Geliebte ihres Mannes um, aber es nützt gar nichts, da ist noch eine Frau. Da waren die Zeiten noch gut. Das war auf dem Schulfest. Er war in der 13. und ich in der 12. Kurz davor haben wir uns kennengelernt. Glauben Sie, dass er sie wirklich verlässt? Die beiden haben ein Kind. Ich weiß nicht, ob es sie beruhigt, aber es sieht ganz so aus, als ob er Frau Seeling auch verlassen würde. Nein, das beruhigt mich gar nicht. Zu Ihnen wollte ich gerade, das heißt zu Andreas, seine Tasche bringen. Glauben Sie denn, dass er die braucht? Sie haben ihn verhaftet, bereits zum zweiten Mal. Festgenommen, vorläufig. Darf ich? Die Art der Verletzung deutet auf eine emotionale Tat hin. Der Täter hat wie in Wut immer wieder auf sie eingeschlagen. Herr Schneider hat zugegeben, dass er bei ihr war. Aber so wie es aussieht, hat Susanne Bruckner noch gelebt, als er ging. Er ist unschuldig, das habe ich Ihnen doch gesagt. Aber wer war es dann? Ich habe mein Segelboot repariert, das habe ich Ihnen auch schon gesagt. Ja, dabei hat man sie auch gesehen, aber nicht ununterbrochen. Kann es sein, dass Sie zwischendurch mal schnell in die Stadt gefahren sind? Das ist doch lächerlich, ich hatte überhaupt keinen Grund, Susanne zu töten. Vielleicht war sie Ihnen ja nicht so gleichgültig, wie Sie behaupten. Natürlich nicht, ich habe sie gern gehabt. Ich bin sicher, dass Bernd Stöber verknallt in sie war. Ich kenne auch keinen Mann, der so lange mit einer Frau befreundet ist, ohne was von ihr zu wollen. Wenigstens heimlich. Aber ist er fähig, Susanne Brückner zu töten? Wo ist das Motiv? Und wo ist das von Andreas Schneider? Er hat gewusst, dass sie von hier aus mit Susanne Brückner telefoniert haben. Und hat sie verdächtigt. Aber ich habe sie nicht angerufen. Ja, aber wer sonst, wenn er es nicht war? Darf ich mal? Sie haben ein Baby. Sie sind seit 3 Jahren zusammen. Haben Sie sich nie gefragt, warum er sie nicht heiraten will? Weil Andreas noch nicht geschieden ist. Ich kann mir vorstellen, dass das einen belastet. Nachts, allein im Bett, mit einem Kind. Und wenn es schief geht, steht man da, ohne Absicherung. Aber es ist doch heute fast normal, wenn man nicht verheiratet ist. Das schon, aber er ist ja verheiratet. Nur nicht mit Ihnen. Also mich hätte das ziemlich sauer gemacht. Oh Mensch, das geht ganz schön in die Beine. Hier ist noch einer. Schauen Sie. Schön ordentlich. Ach, noch was. Keiner kann sich beim Babyschwimmen wirklich an Sie erinnern. Soll ich Ihnen sagen, was passiert ist? Sie hatten schon länger den Verdacht, dass Herr Schneider Ihnen nicht die Wahrheit sagt. Sie sind ihm gefolgt. Sie stellen Susanne Brückner zur Rede, es gibt Streit, Sie rasten aus und schlagen zu. Das stimmt nicht. Erinnern Sie sich an das Lied, das in der Atelierwohnung lief? I just wanna feel real love, feel the home that I live in. I got too much love running through my veins. To go to waste. There's a hole in my soul. You can see it in my face. It's a real big place. Sie sollen aufhören! Frau Seeling! Was soll das? Warum? Wir haben uns gestritten. Wegen der Scheidung, weil er nicht zum Anwalt wollte. Ich habe ihm vorgeworfen, dass er mich nicht mehr liebt und ihm gedroht, ihn mit Benny zu verlassen. Und deshalb ist er früher gefahren und Sie sind ihm gefolgt. Ich habe gewartet, bis er wieder aus Ihrem Atelier gekommen ist. Sie können sich gar nicht vorstellen, was da alles in einem vorgeht. Und dann haben Sie, Frau Brückner, einen Besuch abgestattet? Ja, ich wollte, aber ich konnte nicht. Ich bin erst mal einmal um den Block gefahren und habe mir in der Kneipe Mut angetrunken. Danach bin ich zu ihr. Und da lag sie auf dem Boden.
alles war voll Blut. Wie, sie lag auf dem Boden? Sie war tot. Ich habe sie nicht umgebracht. Wer dann? Er. Das trauen Sie Herrn Schneider zu? Ich hätte sie umbringen können. Ich lasse mir nicht meinen Mann wegnehmen, aber er... Ich habe gedacht, vielleicht haben sie sich gestritten, weil er sich von ihr trennen wollte. Und dann hat er... Und dann haben sie aufgeräumt. Ja, und das Bett frisch bezogen und gestaubsaugt. Ich liebe Andreas doch. Wir hätten unser Bier trinken und nach Hause gehen sollen. Glaubst du ihr? Könnte doch sein. Könnte sein oder ist es nur so ein Gefühl? Es ist nur so ein Gefühl. Ich weiß gar nicht mehr, welche Geschichte ich glauben soll. Ich bin froh, dass wir das auch nicht entscheiden müssen. Staatsanwalt Weber, bitte. Wo ist das Baby? Alles okay. Der Kleine darf bei Frau Sewing bleiben. Auf Wiedersehen. Du bist ein Glückskind. Wieso hat sie das bloß gemacht? Man bringt doch nicht einfach jemanden um. Warum hat sie nicht mit mir geredet? Hätte das was geändert? Man trifft und trennt sich wieder, das kommt doch 100.000 Mal vor. Warum kannst du nicht einfach die Finger von den Frauen lassen? Wie soll ich das denn alles wieder zusammenkriegen? Wenn du willst, kannst du die Hütte am See haben, da kannst du dich erstmal ausruhen. Sind Sie gestern Abend auf dem Balkon ausgerutscht? Haben Sie das etwa mitbekommen? Ja, sah wahnsinnig komisch aus. Also Entschuldigung, ich hoffe, Sie haben sich nicht wehgetan oder so. Nein, überhaupt nicht. Ich wollte bloß ein bisschen aufräumen und... War das Ihre Freundin? Wer? Oh, nee. Eine Arbeitskollegin. Du schaust aber genau hin. Also ich meine Sie schauen. Reiner Zufall. Aha. Ja, also ich muss da lang. Haben Sie Lust auf ein Glas Wein? Oh, ich habe nur Wasser. Und stilles Wasser. Ja, dann nehme ich Wasser. Warum? Respekt. Ja, Prost. Auf Ihr Wohl. Lissi. Roman. Ich habe meinen Boiler abgedichtet und das scheiß Zeug geht nicht mehr ab. Epoxidharz. Nie wieder. Kann man damit auch Boote abdichten? Ja, ich glaube schon. Ist wasserdicht. Was denn jetzt? Ich muss weg. Oh, ich glaube, das war sowieso keine so gute Idee. Ich bin Polizistin. Vielleicht ein andermal. Oh, könnte ich mich dran gewöhnen. Hey, könnt ihr eure Handys nicht anstellen? Ich habe euch überall gesucht. Ja, wie? Ist der Feierabend? Ein Polizist ist doch immer im Dienst. Hm? Erinnert ihr euch an das Epoxidharz, das wir auf Susanne Brückners Fußmatte gefunden haben? Ja. Ich habe so eine Ahnung, woher das Zeug stammt. Wow, danke. Was ist das denn? Irish Stew. Wir sind irische Wochen.
Verstehe. Fettes Essen, fettes Bier.